prüfen, immer zulassen. Passt. Dann schauen wir mal, wie der Stream läuft. So, dies ist ein Test. Jetzt du mal. Ich mache auch einen Test. Hallihallo. Hört sich bei mir gut an. Auch auf volle Lautstärke. Und ich rede auch heute lauter. Sehr gut. So, das schon mal ein Hallo an alle, die schon eingeschaltet haben. Servus. Und ich bin mal ganz kurz nochmal mir was zum Trinken holen. So, alle da? Ein Fahrer müsste noch gehen. Okay. Dann Keine darf ich Ahnung, wie trotzdem lange auch schon noch mal aus. ganz offiziell alle ganz herzlich begrüßen zum heutigen Stream der Liga C Rennen Nummer 6 in Monza. Mein Name ist Andy Lasagnell und an meiner Seite begrüße ich heute Patrick Maßmann. Einen schönen guten Abend. So, was erwartet uns heute in der Liga C? Es sind leider nur 12 Fahrer angemeldet. Könnte ein bisschen mehr sein. Ja, Topmeldung, glaube ich, ist, dass Björn Wiegel aufgrund eines Unfalls erst mal nicht mehr fahren kann. Wahrscheinlich für den Rest der Saison ausfällt. Ist ja der Fahrer, der bislang sich zwei Tagessiege von drei sichern konnte. Die anderen drei gingen zweimal an Kai Hubi und einmal an Kai Reif. Und interessanterweise, der Fahrer, der noch gar keinen Tagessieg hatte, nämlich Patrick Merli, ist aktuell Führender in der Fahrer-WM mit 168 Punkten, 5 Punkte vor Kai Reif und 6 Punkte vor René Rast. Aber auch Kai Hubi ist da noch ganz. Jetzt muss ich mal schauen, ob es René Rast ist oder Jan Rast. Es ist Oliver Rast. Ha, völlig daneben. Schon das erste Mal erwischt. Und in der Team-WM führt aktuell T-Dog Racing, aber relativ knapp, nämlich nur 14 Punkte vor Karma Racing Team. Und das sind auch die ersten vier, Ja, die in diesen beiden Teams fahren. So. das dürfte heute spannend werden. Und zwar der Patrick Merli fährt heute nicht mit, der, wie Andi schon sagte, auf Platz 1 steht. Der Oliver Rast ist auch nicht angemeldet. Da dürfte sich also in der Fahrerwertung vorne einiges tun.
Und auch in der Teamwertung, da Merlin nicht mitfährt, nur ein T-Dog-Fahrer am Start. Auch da könnte Karma Racing gut Punkte aufholen und in Führung gehen. Andi, du bist dran. Ja, ich würde sagen, wir starten los, wenn wir alle sind. Ja, sind alle da. Sind alle da, 14 minus uns beide. Sind wir noch gut dabei. Dann schießen wir los. Ich hoffe mal, alle Einstimmungen stimmen diesmal. Es kommt aus dem Twitch-Chat kein gegenteiliges. Keine gegenteilige Info, also schaut es doch mal gut aus. Ja, und im Chat haben auch schon einige Fahrer zugeschaltet und Zuschauer. Ganz allen voran Tim Eichhorn, Sergeant Becker zugeschaltet, Stefan Pfingst ist dabei, Stefan Longer wird seine beiden Fahrer anfeuern, Frank Pausen wie immer dabei, Marvin Reif, Matthias Lupin, der auch am Start ist heute, Marvin Reif feuert seinen Bruder an, Jürgen Weiland ist dabei, Patrick Huchling, mal schauen, wer noch alles kommt. Seid auf jeden Fall gegrüßt und viel Spaß beim Rennen und beim Qualifying. So, und ich habe mir jetzt gerade schon den Kaffee über die Hose geschüttet, wunderbarer Start. Ach, ja. Passiert. So, dann geht's los. Schauen wir mal, wer der erste Fahrer ist, der rausgeht. Du könntest bei Gelegenheit bitte noch die Karte anmachen. Mirko Berns im Simmons AMG ist schon mal auf dem Weg nach draußen. Jawohl, gibt auch schon Lichthupe. Aber noch weiter vor ist Florian Kleiner, glaube ich, müsste es sein, oder? Fährt er überhaupt noch ein BMW? Jawohl. Ja, der Flo fährt BMW. Im Wolf Motorsport. Ja, guten Abend, Stefan. Pfingst. Was gibt's denn? Ach, Andy? So, jetzt schalten es auch nach und nach noch einige ein, das freut mich. Ja, der Marc Maxtor hat noch zugeschaltet und der Adi Derkom. Grüß euch beide. Ach so, wegen dem Kaffee. Ja, mei. Ich habe mir vor langer Zeit abgewöhnt, Zucker in den Kaffee zu machen, deswegen ist es nicht ganz so schlimm, wenn man ihn verschüttet. Klebt nicht alles gleich. Das ist der Vorteil. Dann sind wir mal gespannt, ob es heute um Platz 1 ähnlich umkämpft wird wie am Dienstag. Da war es einige Runden lang sehr spannend. Einige viele Runden, ja. Das war echt ein Mega-Rennen. Einige viele Runden, absolut. Hoffen wir, dass Liga C da heute nahtlos anknüpft. So, Florian Kleiner. Vermute ich mal, wird hier auch hauptsächlich mit weichen Reifen unterwegs sein. Weil wenn es hart wäre, dann würde er hier ein bisschen mehr in der Gegend rumwedeln. Vielleicht hast du Lust, mal kurz in die Onboard zu schalten. Gehen wir doch mal die Runde mit Florian. Das mache ich gerne. Und tu mal so, als hätten wir Ahnung davon. Was ist dann dein Job? Dann M6 bin ich selber lange Zeit gefahren. Jetzt wird gleich die Kurve kommen, die den M6 wahrscheinlich am meisten Probleme macht, denn da ist Traktion gefragt. Und das ist nicht gerade die Stärke. Ja. Weiß nicht, ob es da nicht einen kleinen Leck gab. Sah irgendwie seltsam aus. Zumindest mal nicht unsauber, aber ich denke auch nicht volles Risiko gegangen. Oh, spät auf der Bremse. Ja. Aber gut durchgekommen. Ist aber immer vom Vorteil, den ersten Curb links da ein bisschen mehr mitzunehmen, um die Kurve aufzumachen. Bringt auf jeden Fall ein paar Zehntel. Hat Florian jetzt nicht gemacht. Ja, ist auf jeden Fall sauber, aber ist, glaube ich, tatsächlich auch noch nicht auf der letzten Rille aktuell unterwegs. Will vielleicht erstmal eine Sicherheitsrunde setzen, auf die er dann aufbauen kann. Jetzt kommt die Ascari schwer zu fahren. Wahrscheinlich die schwierigste Kurve mit.
Auch hier wieder sauber, aber auch nicht die komplette Breite der Strecke ausgenutzt. Relativ wenig Körb mitgenommen. Ist mit dem M6 aber auch nicht so einfach, viel Körb mitzunehmen. Und jetzt hier wichtig, viel Schwung auf die Gerade mitzunehmen. Er versucht jetzt eine enge Linie zu fahren, um möglichst wenig Strecke, wenig Weg fahren zu müssen. Was fährt er denn? 1,47,888. Bricht dann auch sofort ab. War also auf weichen Reifen unterwegs. Gehen wir wieder zurück in die TV-Kamera. Die nächsten Fahrer kommen drüber. Allesamt ein gutes Stück langsamer. Also Alex Lomiak und Mirko Berns deutlich weg da aktuell von der Pace. Jetzt hat, glaube ich, Tim Eichhorn seine erste Runde gesetzt. Und auch Rien Auger, der ist nah dran an Florian Kleiner mit seiner 48. Kai Hubi setzt sich jetzt noch dazwischen. Ne, wir haben zwei Kais. Sorry, das ist Kai Reif, genau. Das ist der Kai Reif, der jetzt aktuell auf 2 ist. Ich habe mich gerade schon gewundert, wie das sein kann. Teamkollege von Kai Hubi. Schauen wir mal, wo der Hubi sich hinsetzt. Ah, neue Bestzeit, deutlich. 1,6 Sekunden hat er dem Florian Kleiner da aufgebrummt. 46,221, ordentliche Zeit. Kann sich auf jeden Fall mal sehen lassen. Und wenn man überlegt, dass die bislang schnellste Zeit von, glaube ich, Ali Derkum gesetzt wurde, im AMG, Liga B, 45,9 war das, ist das schon mal eine richtig starke Zeit. So, gehen wir wieder zurück auf die... Ja, ich wollte es gerade sagen. Ja, ich habe gerade auch mir angeschaut, die am Dienstag die schnellste Zeit von Sascha Nöburg war eine 1,46,538. Also da ist der Kai Hubi jetzt schon sehr, sehr gut mit dabei mit seiner Zeit. Genau, ist ja auch eine Liga höher. Standesgemäß dann auch ein Tick schneller. Das im Lambo, ne, ist auch nicht gerade ein Monster auf der Gerade. Kann sich auf jeden Fall schon mal sehen lassen. Ja, das ist aktuell nicht auf einer schnellen Runde. Springen wir doch mal auf einen anderen. Vielleicht auf einen der M6, die da um den Kurs fliegen. Rien Auger, ja, auch schön, nehmen wir den mit. Ja, der geht jetzt gerade über Stadtziel. Jetzt ist keine Verbesserung wahrscheinlich jetzt erst auf jetzt seine schnelle Runde. Ja, genau, das wollte ich auch gerade sagen. Ja, das passt schon mal gar nicht. Zu spät da auf der Bremse, zu spät eingelenkt, den ersten Scheitel verpasst. Und dann wird die zweite Linkskurve sehr, sehr eng zu fahren. Und das kostet dann tatsächlich schon fast eine halbe Sekunde, so ein Fehler. Schauen wir mal, wie er es hier macht. Ja, das schaut gut aus. Au, aber auch einen kurzen Zucker jetzt gehabt. Da wird das Auto immer ein bisschen leicht am Heck, am Kurvenausgang, durch den Lastenwechsel davor. Nicht im Bild zu sehen war, Thomas Singvogel von Wolf Motorsport hat sich im M6 auf die 2 gesetzt, mit einer 1,47,4. Aber auch immer noch 1,2 Sekunden hinter Kai Hubi. So, Ascari, Schlüsselstelle, sieht gut aus, mit dem Audi wahrscheinlich auch ratsam, die Curbs ein bisschen zu umfahren. Ja, relativ früh wieder auf dem Gas, das hat sich zumindest gut angehört. Wenig Zeit zwischen Bremsen und wieder aufs Gas gehen, in dem das Auto rollt. Schau mal, ob er sich verbessern kann. Jawohl! Nochmal um 2 Zehntel schneller gewesen und schiebt sich vor auf Platz 4. Boah, Bentley.
Ist hier auch Ja, dabei. der hat einen ordentlichen Sound, obwohl er gar nicht richtig im Bild ist. So, Silvio Moser erstmal auf 10. Dann schauen wir uns mal den Peter Stein von T-Dog Racing an. Im Porsche 911 GT3. Das SSR Urgestein. Keine Verbesserung erstmal für den Peter. Bleibt auf Platz 8. Ja, schöne Grüße an Kunos zurück. Mächtig Übersteuern von Peter Stein. Ist doch schon mal richtig gut auf der Arbeit, sich nebenbei einen SSR-Stream anschauen zu können. Das versüßt einen die Arbeit so ein bisschen, ne? Er hat, der kann, ne? Richtig. So. So, Kai Hubi ist immer noch auf 1. Oh, im Hintergrund ein Audi auf Abwägen. Komplett über den Sausage-Körper. Ah, Hubi mit einer neuen schnellsten Runde. 46.092. Wenn er noch ein bisschen runterschraubt, dann knackt er die Zeit von Audi hier noch. Und das im Lambo. Das ist mal richtig stark. Stark. Aber auch Florian Kleiner hat sich auf die 2 vorgearbeitet. Aber wenn ich mir jetzt aktuell so das Zeitengefälle anschaue zwischen Platz 1 und dem Rest der Welt, dann habe ich so ein bisschen eine Befürchtung, dass es heute vielleicht doch nicht ganz so spannend werden könnte wie in Liga D. Weil bislang ist der Kai Hulwe hier richtig, richtig schnell unterwegs und mal richtig viel schneller als der Rest der Welt. Sehr gespannt dürfen wir heute auf den Wetterwechsel sein, ob es wieder anfängt zu regnen wie am Dienstag. Wir hoffen einfach mal, dass es keinen Nebel gibt. Ja. Das wäre eigentlich das Wichtigste. Für die Zuschauer, die nicht so informiert sind, der erste Wetterslot ist festgelegt im Rennen. Hier haben wir Disig und der zweite Wetterslot wird zufällig sein. Das heißt, wir wissen nicht, welches Wetter kommen wird. Und die Fahrer wissen das genauso wenig. Das heißt, man muss sich natürlich gut vorbereiten, muss verschiedene Boxen-Setups parat haben, ja, um auch auf Regen vorbereitet zu sein. Könntest mal bitte einen der Bentleys ins Bild nehmen, das würde mich jetzt mal hier interessieren. Das Ja, wir haben nur einen Bentley heute am Start, sieht man den nicht Tim so Eichhorn. oft. Nee, sorry, gibt es nicht. Der Tim Der ist ist wirklich der Bentley geschrumpft, gefahren, wenn es aber der Matthias Matthias Lumpin fährt Lumpin. den Bentley. Ja. Und trotzdem nur einen Bentley im Feld. Aber aktuell noch ganz schön weit weg vom Rest der Welt. Das ist schon echt eine Hausmarke, der Sound. Da brummt er sich über die Strecke. Jetzt hoffen wir mal, dass es noch sich ein bisschen verbessern kann. Nicht wirklich 7,5 Sekunden hinterher fährt. Das wäre ein bisschen schade. Sah eigentlich auch gar nicht so schlecht aus, was er hier gemacht hat. Schauen wir mal, wo es hingeht. Da wird wahrscheinlich auch die Einführungsrunde gewesen sein. Vermutlich, ja. Können ja auch mal uns anhören, wie sich der Bentley von innen anhört. Als Rechtslenker. Ziemlich gut. Ja, ich glaube, der Kai Hubi will gar nicht mehr. Der ist zufrieden mit seiner 1:46.092. Ja, Deswegen 1,2 Sekunden. kann er auch im Twitch-Chat schon schreiben. Spät auf der Bremse hier. Oh, da stand ein M6, glaube ich. So, schon mal eine Sekunde schneller im ersten Sektor. Doch schon mal nicht schlecht. Oh, aber komplett verpasst hier. Das sieht besser aus.
Ob der Ascari ein bisschen besser ist hier. Jawohl. Bei 2,265 Sekunden müsste jetzt schon mal eine Schippe drauflegen, um Platz 12 mal loszuwerden. Weil aktuell ist er 4 Sekunden ungefähr hinten weg, aber er hat das letzte Mal einfach die letzte Kurve nicht gekriegt bei seinem vorigen Versuch. Das sah eigentlich gut aus. Schauen wir mal, wo die Uhr stehen bleibt für Matthias Lumpin. Jawohl, hat sich mal verbessert, reicht aber noch nicht, um eine Position nach vorne zu kommen. So, Tim Eichhorn aktuell auf 7. Wo geht die Reise noch hin für ihn? Keine Verbesserung, minimal langsamer, aber er hat noch eine Runde. Hinten kommt ein M6, auch gleich über die Ziellinie. Konnte sich aber wohl nicht verbessern. Da war dann der Thomas Singvogel, den wir da im Bild hinten gesehen haben. Bleibt auf 3. Oh, das war's. Dann können wir vielleicht mal auf den Kai Reif springen, weil er wird dafür eine Cut-Strafe kriegen. Ja, die Idee hatte ich auch gerade. So, da ist ja nicht viel nach vorne hin. Platz 2 ist da absolut noch möglich. Aber, jawohl, doch. Aber kein, doch. Doch, deutlich. Pole aktuell für Karma Racing. Jawohl. Da hat er nochmal richtig, richtig draufgepackt. So, Rien Ogier. Wir haben uns gerade schon Gedanken gemacht, wie wir diesen Namen aussprechen sollen. Wir haben uns auf Rien Ogier geeinigt. Der abbremst. Und das war's. So, Marco Maestro. Petfahrer, wenn ich mich recht entsinne. War er zumindest mal. Ja, soweit ich das weiß, ja, ist er's. Zumindest gewesen. Im türkisblauen M6. Aktuell auf 6. Und da bleibt er auch. Und bleibt auch auf 6. Dem Eichhorn. Kann mir nicht vorstellen, dass das was werden kann. Mit dem Fehler in der Schikane. Nee. Bleibt auf 7. Also, die Pole geht an Kai Hubi. Gefolgt von seinem Teamkollegen Kai Reif. Schon mal 7/10 Respektabstand. Dann nochmal eine halbe Sekunde ungefähr dahinter. Florian Kleiner auf Platz 3. Thomas Singvogel auf 4. Rien Ogier 5. Marco Maestro auf Platz 6. Tim Eichhorn auf 7. Peter Stein auf einem respektablen 8. Platz. Matthias Lumpin auf 9. Mirko Berns auf 10. Auf Platz 11 Alex Lomiak. Und das Schlusslicht im Starting Grid bildet Silvio Moser. Ah, da hat sich doch der Lumpin dann nochmal in seinem zweiten Versuch vorgeschoben auf Platz 9. Freut mich, dass er einigermaßen bei der Musik ist mit dem Bentley. Sehr schön. So, dann machen wir jetzt noch 2 Minütchen Pause, bevor wir zum Rennstart gehen. Ist der Lambo tatsächlich so stark auf der Geraden, dass er auf so einer Strecke hier solche tollen Zeiten hinlegen kann? Ich hätte eigentlich immer gedacht, dass es so ein Fahrzeug ist, was eher für kurvenreiche Strecken besonders geeignet ist. Aber vielleicht liege ich da völlig daneben. Kann der da leider auch keine Antwort drauf geben. Mit dem Lambo habe ich mich leider noch nicht so viel beschäftigt. Absolute Crazy One, ja, das ist ein privates Ligarennen. Und dann bedarf es einer Anmeldung, um hier heute teilnehmen zu können.
Glückwunsch, Florian Kleiner, dass du nochmal 2 Kilo losgeworden bist. Fällt dann unter die Kategorie Too Much Information. Oh, okay. David, dann ist es ja das Beste aus zwei Welten. So, ja, Uhr. Absolut crazy. Wenn du Interesse daran hast, vielleicht auch hier mitzufahren, schau einfach mal vorbei auf www.simsportracing.com. Da kannst du alle Informationen zu den Ligen, die wir anbieten, erfahren. Ich poste auch schnell nochmal den Link. Ich habe es auch versucht, wurde gelöscht. Ja, da brauchen wir eine extra Freigabe dafür. Ach so, okay. Bevor dann die Links zu den unappetitlichen Seiten kommen. Sperrt Twitch das mal lieber. So. Die Uhr zeigt 20:15 bei mir. Das heißt, wir gehen in die Rennvorbereitung. Für alle Zuschauer, die neu zugeschaltet haben und nicht so vertraut mit dem Spiel sind, wir machen das jetzt mal aller RTL. Die erklären auch immer alles 1000 Mal. Die Fahrer haben jetzt 2 Minuten Zeit, ihr Setup zu laden, ihre Boxenstrategie festzulegen. Und sie sollten dann vor Ablauf dieser 2 Minuten auf bereit gedrückt haben. Ansonsten nehmen sie nicht am Rennen teil. Was dann... Ich sage jetzt mal nichts dazu, weil ich mir nicht sicher bin, aber ich glaube, das würde dann zu einem Neustart führen. So, und ich muss noch was loswerden, ne, Patrick? Haben wir ja ausgemacht. Ah ja, auf jeden Fall. Dann lasse ich einmal den Screamer hier los. Ladies and Gentlemen, please start your engines. Jetzt musst du Wuhu machen. Applaus. Woo. Jawohl. Wir haben richtig Bock auf dieses Liga-C-Rennen heute. Und bei den Leuten platzen die Mikrofone am Handy. Das kann gut durchaus sein, aber ich habe heute extra das Mikrofon ein bisschen weiter weg, weil ich mich im letzten Stream schon wieder so ein bisschen wie Darth Vader angehört habe. So, noch 20 Sekunden, dann geht's spätestens los. Wir könnten übrigens auch... Ah, wollte es gerade sagen. Es könnte auch schon früher losgehen, wenn alle bereit drücken. So ist es. So, die roten Lichter gehen an, gehen jetzt aus. Liga C, Rennen in Monza ist freigegeben. Sehr guter Start von Kai Reif. Der ist schon nebendran, der ist schon vorbei an Kai Hubi. Hat jetzt die Innenbahn für Turn 1. Jetzt hoffen wir einfach mal, dass alles gut geht. Und alle gut durch die erste Kurve kommen. Kai Reif führt auf jeden Fall. Boah, die beiden BMW ja auch nebeneinander. Da gibt es schon ein bisschen Lackaustausch. Peter Stein mit, wer war es denn, Mirko Behrens da in Kontakt gehabt. Vorne geht es um Platz 1 gerade. Vielleicht kannst du kurz nach vorne springen. Ja, beide Lambos sehr gut weggekommen. Da ist Kai Hobi besser aus der ersten Kurve wieder raus und holt sich seine Führung schon wieder zurück. Das ging schnell. Und ich vermute fast, dass er jetzt sein eigenes Rennen da vorne beginnen wird. So zumindest zeigt es die Qualifying Pace an. Florian Kleiner hat Platz 3 verteidigt. Thomas Singvogel ist in der Position zurückgefallen. Auf 5 wurde überholt von Rien Auger. Und es scheint hier... Mirko Berns auch mit einem sehr guten Start. Ist von 10 auf 6 vorgefahren. Ja, das ist ein Megastart gewesen. Und es scheint hier tatsächlich sauber abgegangen zu sein. Wir haben keinen mit großem Zeitrückstand, wo es schon eine Kollision gegeben hat. Toi, toi, toi. Oh! Ist es eng? Boah! Das ist eine Ascari. Wow. Und es ist gut gegangen. Sieht man auch nicht so oft. Jetzt der AMG versucht es da innen.
Das könnte jetzt zu dritt sehr knapp werden. Und, ei. Boah, Marco Maestro verbremst sich da aber auch komplett. Weit. Ja, naja, zu dritt, das war ein Auto zu viel. Mirko Behrens mit der Innenbahn. Oh, dann versucht Marco Maestro auch noch vorbeizugehen an Peter Stein. Aber jetzt auf der Außenbahn, auf dem Curb, keine Traktion. Bleibt auf 8. Spitze mal kurz nach vorne, ob es da wieder einen Positionstausch gab. Nein, da ist noch alles beim Alten. Kai Reif versucht jetzt hier verzweifelt erstmal dran zu bleiben an seinem Teamkollegen. Und Rien Ogier kriegt Druck von Thomas Singvogel. Ja, der Thomas möchte seinen Platz gerne wieder haben, den er dann in der Startphase verloren hat an den Rhein. Ja, aber hier in dem kurvenreichen Teil wird er am Audi erstmal nicht dranbleiben können. Und hinten unser Dreikampf geht da weiter. Zwischen... Ja, Peter Stein wieder vorbei an Mirko Behrens. Oh, lasst euch Platz, ja, Leute. Der Drops ist noch nicht gelutscht. Da musste Mirko Behrens schon auf den Curb fahren. Bei der hohen Geschwindigkeit eine Berührung ist nicht empfehlenswert. Jetzt ist er aber vor Ascari innen. Peter Stein versucht dagegen zu halten. Das konnte nicht ganz gut gehen. An der Stelle. Da wird die Kurve doch... Oh, hinten Dreher Tim Eichhorn. Und das könnte auch einen Einschlag gegeben haben. Weiß gar nichts. War eigentlich fast ohne Feindkontakt, würde ich mal behaupten. Da auch keine Berührung gesehen aus der Entfernung. So. Jetzt hat sich hier erstmal ein bisschen einsortiert. Platz 10 ist es aktuell, glaube ich, mit am engsten. Bentley gegen AMG. Da kommt der Alex Lomiak gut ran. Und fast dran vorbei auf der Innenbahn. Deckt nochmal zurück. Beleuchtete Grill vom Bentley ist schon geil, wenn es nicht an ist. Absolut, also da im Dunkeln sieht es dann auch nochmal richtig geil aus. Ne? Ja. Ja. Der Bentley war ja eigentlich im Vorgänger eines der Überautos. Ist er jetzt hier in PKS 2 eigentlich nicht mehr so. Dementsprechend ist er auch echt ein rares Gut in der gesamten SSR. Ich meine, es wäre sogar der einzige Liga-übergreifend in der Liga C, der hier noch gefahren wird. Glaube ich auch, ja. So, es wird wieder enger auf Platz 4. Thomas Singvogel weiterhin am Druck ausüben gegen Rien Ogier. Jetzt muss er schauen, dass er dran bleibt. Dann sollte er eigentlich auf der Geraden eine Möglichkeit haben. Tim Eichhorns Dreher hat richtig gekostet. Ist aktuell 9 Sekunden vom Festland entfernt. Oh, da geht er weit. Natürlich dieser grüne, wie heißt das? AstroTurf, oder? Glaube ich. Dieses grüne Zeug da am Streckenrand. Thomas Singvogel versucht es außen. Jetzt muss Rien Ogier spät auf der Bremse agieren, um sich dagegen noch zu verteidigen. Und Singvogel ist vorbei. Absolut stark gemacht. Ja, und ich glaube fast, da wird er nicht kontern können. Ist auch krass, wie unterschiedlich groß diese beiden GT3 sind. Ne? Der Audi ist ja geradezu mini gegen dieses Tier von der M6. So... Oh, Fehler, Singvogel ist Ogier wieder vorbei. Dann bleiben wir doch nochmal auf den beiden drauf. Wie gewonnen, so zerronnen. Thomas wurde schon gefeiert im Chat, jetzt hat er leider seinen Platz wieder verloren. Aber wir sind gespannt, ob er sich den vierten Platz zurückholen kann.
sind immer einige Wolf-Motorsport-Fans am Start. Oh, da zuckt Ogier ganz kurz, um es eng zu machen. Und beeindruckt damit Singvogel auch, der zurückzieht. Aber es ist natürlich schwer, mit dem Audi auf so einer Strecke gegen den M6, der eine Menge Power hat, zu bestehen. Da musst du in den Kurven so viel Zeit eigentlich rausfahren. Und ich vermute fast, dass er jetzt auf der Geraden leichte Beute sein wird. Aber Ogier muss... hat Kai Hubi. Entschuldigung, Andi. Ogier kommt aber auch nicht optimal aus der letzten Kurve raus, muss man auch sagen. Das sollte eigentlich der Audi Vorteile haben. Aber die erwischt er nicht so gut wie Singvogel. Und deswegen kann der jetzt wieder hier attackieren. Also ist wieder außen. Ja, diesmal hält er gegen Ogier. Ah, da außen wird es schwer. Oh, da lässt er ihn aber keinen Platz. Ja, ein bisschen schade. Forcing another car off the track. Aber kann man natürlich auch wieder aus zwei Perspektiven sehen. Ja, schönen guten Abend, Robin Gärtner. Der Robin schreibt los. Oh, Marco dreh Ogier, sorry für die Unterbrechung. Alles gut. Ogier hat sich jetzt hier tatsächlich gedreht, jetzt muss er aufpassen. Oh, dreht er sich nochmal, oh, jetzt muss er stehen bleiben. Jetzt kostet es richtig Zeit, muss das ganze Feld vorbeilassen. Sogar den Tim Eichhorn noch. Ja, der zweite Dreh hat fast mehr gekostet als der erste. So, Matthias Lumpin hat sich auch schon ein bisschen nach vorne geackert. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, der war vorher, glaube ich, weiter hinten, oder? Matthias Lumpin ist von 9 gestartet, also aktuell 2 Plätze gut gemacht. Wird jetzt aber attackiert von Peter Stein in der Ascari. Lässt da sehr viel Luft und sehr viel Platz. Ah, ich denke, da will der Matthias auch kein Risiko eingehen. Schauen wir Lumpin! Power Slide, aber richtig gut abgefangen. Lomiak auch davon beeindruckt. Ja, der ist auch die Kurve ganz komisch angefahren, komplett innen. Habe ich eh nicht ganz verstanden, aber den hat er jetzt stark geholt. Kam er auch sehr schnell vor in der Anfahrt. Das war Full Lock dagegen. Und jetzt greift da hinten der BMW nach ihm. Marco Maestro gibt den Ricciardo erfolgreich. Aber jetzt könnte er eigentlich eventuell... Oh, vorne, wer dreht sich da? Silvio Moser. Macht den Weg da frei. Tim Eichhorn hat, glaube ich, noch ein paar Fehler mehr drin gehabt, weil der ist mittlerweile komplett weg vom Schuss. Kein Konter. Oh, Marco Maestro verbremst sich komplett. Kriegt wahrscheinlich jetzt vom Spiel eine Cut-Strafe. Weil er hat dadurch auch nicht wirklich Zeit verloren, ne? Im Gegenteil. Auch aktuell noch keine Strafe vom Spiel. Keinen Fahrer. Ja, und was ich vorhin schon sagen wollte, an der Spitze ist es nicht ganz so spannend wie am Dienstag. Kai Hubi mittlerweile mit über 2 Sekunden Vorsprung auf Kai Reif. Wie du schon gesagt hast, Andi, der wird wahrscheinlich sein Rennen jetzt machen da vorne. Ja, aber es ist eigentlich weniger, als ich befürchtet habe. Ist ja zumindest noch halbwegs eine Schlagdistanz. Mit 2,6 Sekunden kann man sich noch nicht ausruhen. So, jetzt greift... Ist das schon wieder Rien Ogier? Ja. Hat sich schon wieder ganz schön nach vorne geackert, ne? Ja, das wird aber wohl nicht reichen. Aber jetzt auf der Geraden, wenn wir wieder sehen, wie der M6 da Meter um Meter gut macht. Ja, und Rien muss
muss natürlich hier das auf der Bremse jetzt regeln. Das ist einfach so, wenn man mit dem Audi auf Monza fährt. Und das macht er wirklich gut. Viel späterer Bremspunkt. Klasse gemacht, vorbei. Und jetzt hat er auch erstmal ein bisschen Ruhe. Hier zwischen Matthias und Peter ist es auch eng. Gar nicht mal so eng. Ja, wahrscheinlich wieder ein kleines Zeitenproblem heute. Ja, es scheint hier in Monza insgesamt ein Problem zu sein. Bisschen ärgerlich, das Ganze. Aber bei den anderen beiden ist jetzt auch wieder etwas mehr Luft dazwischen. Kann man sehen, noch im Hintergrund. Aber laut Spiel fahren die beiden, Lumpin und Stein, aktuell förmlich ineinander, was den Zeitabstand angeht. Aber jetzt scheint sie es... Ne, jetzt ist er sogar vorne. Ja. Oh je. Fehlen mir ein bisschen die Worte. Wir wollen noch nicht näher drauf eingehen, bevor wieder das Project Cars 2 Bashing losgeht. So, Peter Stein hat ja auch echt gut was nach vorne aufgeholt. Ist auf jeden Fall weiter hinten gestartet. Ist jetzt schon auf Platz 6. Natürlich auch von dem einen oder anderen Fehler profitiert, der vor ihm gemacht wurde. Aber Mirko Behrens auch, ja. Das wolltest du, glaube ich, sagen, oder? Nee, ich wollte sagen, auch zwei Plätze gut gemacht, der Peter Stein. Genau, ist auf 8 gestartet. Und Mirko Behrens, wo ist der nochmal gestartet? Auf 10, oder? Das ist richtig, genau. Er ist schon mittlerweile auf 5 vor. Ja, richtig, also bislang der Sieger, der am meisten gut gemacht hat. Oh, einen Fahrer haben wir jetzt noch gar nicht gesehen, großartig. Das ist der Florian Kleiner, der sich hier solide auf der 3 hält. Ich glaube, der Thomas Singvogel ist aber etwas rangekommen. Ich meine, da war der Abstand mal größer gewesen. Mich wundert es, dass der Flo nicht schneller fährt. Er ist ja eigentlich ein absoluter M6-Veteran mittlerweile schon. Der auch bei Wolf immer mit zu den schnellsten gehört hat. Bei Wolf Motorsport. Kommt hier heute aber noch nicht so gut klar. 49er Zeiten. Ja, der Flo, der wird jetzt sagen, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Ja, aber es gäbe ja noch zwei Stangen zu überspringen, die beiden Kais davor. Aber es sieht momentan wirklich so aus. Ja. Die beiden da vorne setzen sich jetzt doch konstant ab, sind aber insgesamt relativ nah beieinander. Schau nochmal, was der Peter Stein, ja, das wird wieder wesentlich enger angezeigt. So, und der Auger, glaube ich, den können wir jetzt mal ins Bild nehmen, weil der wird jetzt hier gleich nach dem Matthias Lumpin greifen. Gehen wir mal kurz in... Jawohl! Zwei dumme, ja, ein Gedanke, ich wollte es gerade sagen. Ja, super. Oh. Keine Gefangenen, macht der Herr Auger da. Kann deutlich später auf der Bremse. Ein bisschen was von Ricciardo im Red Bull. Aber solange es gut geht, ist man der Held bei sowas. Herzlich willkommen im Chat auch Mike Westerwald. Servus Mike. So, ich glaube, er wird es gleich das nächste Mal übersetzen. Oder? Nein, er wartet noch. Ist ja auch ein bisschen riskant. Geht einfach zu schnell in diese Kurve rein für sowas. Aber jetzt. Nee, täuscht nur an. Da kriegt der Peter richtig Druck. Ja, man sieht es, das ist einfach schwierig. Die Top Speed ist nicht da. Da kann er rausziehen, was er möchte. Der Audi wird es nicht schaffen, sich neben den Porsche zu setzen. Schauen wir uns das Ganze mal aus der Perspektive vom Matthias Lumpin an, der direkt hinter den beiden ist.
Ja, Peter fährt jetzt Kampflinie. Logier kassiert ihn einfach mal außen rum, tänzelt außen rum vorbei. Schauen, ob der Peter vielleicht nochmal kontern kann auf der Geraden. Nee. Zeigt sich zwar jetzt hier nochmal kurz, aber das kann er vergessen. Und der wird. Auger wird sich jetzt auch absetzen. Ja, der damit Peter hat auch schon Bekanntschaft mit den Banden gemacht. Ja, stimmt, der Porsche schaut nicht mehr ganz frisch aus. Hatten wir aber gar nicht im Bild, ne? Ne, das hatten wir nicht im Bild. Schauen, Thomas Singvogel und Florian Kleiner, das wird auch immer enger. So, ich antworte mal ganz kurz eine Frage im Chat, ob jeder sein Fahrzeug frei wählen könnte. Das ist absolut richtig. Jeder entscheidet selber zu Saisonbeginn, welches Fahrzeug er wählt, beziehungsweise der Manager des Teams entscheidet, welches Fahrzeug seine Fahrer bekommen. Und da könnte es durchaus sein, wäre nicht verboten, dass alle im Porsche fahren. Was allerdings nicht erlaubt ist, dass gleiche Lackierungen gefahren werden. Das heißt, wir müssen am Ende immer unterschiedliche Lackierungen haben, damit wir die Autos auch irgendwie unterscheiden können. Also in einer Liga gibt es das gleiche Fahrzeug in der gleichen Lackierung keine zweimal. Allerdings natürlich den gleichen Fahrzeugtypen in unterschiedlichen Lackierungen so oft, ja, wie es halt die Fahrer wünschen. Ja, da sagt der Flo zu seinem Teamkollegen, hier außen kommst du an mir nicht vorbei. Und macht die Außenlinie erstmal zu. Auch wenn der Abstand von Thomas durchaus noch knappe 5 Zehntel beträgt. Ja, greift jetzt hier Teamtaktik, das ist die Frage. Gibt der Kommandostand der Wölfe Nachricht an Kleiner, Singvogel vorbeizulassen? Wobei man muss auch fairerweise sagen, man könnte sie jetzt auch einfach fahren lassen, weil ich bezweifle, dass Thomas die 8 Sekunden auf die Lambos so einfach schließen wird. Weil die Pace der beiden ist doch relativ ähnlich. Und die da vorne fahren einfach fast eine Sekunde schneller. Ja, genau, das wollte ich auch gerade sagen. Herr Ralf, fast eine gute Sekunde schneller. Im letzten Umlauf sogar Kai Hubi nochmal 2 Zehntel schneller als Kai Ralf. Nee, andersrum, Entschuldigung. Ja, aber es bleibt so zwischen 2 und 3 Sekunden. Das ist doch toll, dass der Kai Ralf da nicht wirklich abreißen lässt. Und ich muss auch sagen, der Kai Hubi kann seine Qualifying Speed hier nicht 1:1 in Rennpace ummünzen. Denn wenn wir schauen, er ist eine 46.0 gefahren, fährt aktuell 48.4. Das ist nicht ganz so die Korrelation, die eigentlich sein könnte zwischen Qualifying Pace und Rennpace. Knapp 20 Minuten jetzt gefahren. Ich meine, am Dienstag fing es jetzt schon an, leicht zu regnen um die Zeit. Ja, mir kommt es neblig vor. Das ist aber, glaube ich, gerade Einbildung gewesen. Die Frage ist, ob auch der Nebel dann so ganz langsam entstehen würde, innerhalb der nächsten Stunde, halben Stunde. Oder ob der dann plötzlich kommt. Wow. Kurzer Zucker vorne von Florian Kleiner. Hat er da ein bisschen überraschendes Übersteuern? Ja, Frank Paulsen, auch Wolf Motorsport Teamfahrer, schreibt übrigens im Chat, es gibt keine Stallorder. Das entscheiden die Fahrer selbst bei den Wölfen. Da gehen wir auch mal fast von aus. Wie
Wie wäre das denn, Frank, im letzten Rennen, wenn es um die Teammeisterschaft geht, dann auch? In der letzten Runde war der Thomas auch eine halbe Sekunde langsamer als der Florian. Schauen, wie es jetzt aussieht. War wieder ein Zehntel schneller. Viel tun sie sich nicht, die beiden. Okay, alles klar, Frank. Das ist ja eben eine ganz große Diskussion, ne, mit Team Orders. Also jetzt nicht nur in der SSR, sondern auch im realen Motorsport. Formel 1 hatten wir die Diskussion auch letztens erst wieder zwischen Leclerc und Vettel. Das wird immer in den Medien sehr, sehr aufgebauscht. Robin, heute ist nur ein Rennen, Mittelstrecke-Rennen, 1,5 Stunden. Am nächsten Renntag in Fuji, da haben wir wieder 2 Sprintrennen. So, der Kai Reif nagt so langsam am Vorsprung von Kai Hubi, ganz, ganz langsam. Da ist... Ah, Tim Eichel wird überrundet oder rundet sich zurück? 35. Irgendwie gerade komisch, oder? Ja, ist 1,36 zurück. Das passt von der Zeit auch schon wieder gar nicht eigentlich. Ja, aber es ist genau der gleiche Zeitabstand, den wir fälschlicherweise auch schon im Liga D-Rennen hatten. Scheinbar rechnet das Spiel mit 1,36 pro Runde. Ich weiß es nicht. So, jetzt macht er Platz. Und kostet jetzt gleich. Ne, doch nicht. Ah, macht aber ganz. Ja. Im letzten Moment noch. Oh, Leute, Leute. Ja, manchmal passiert genau dann was, wenn man es zu gut meint. Ja, 25 Minuten und die erste Überrundung zu kassieren, das tut auch echt weh. Jetzt, wir haben gerade den ersten Boxenstopp. Da ist, glaube ich, irgendwas passiert. Bei Marco Maestro. Ja, schwer beschädigter M6. Und jetzt muss er drauf hoffen, aber es schaut gut aus, dass der Regen für ihn, dass da kein Regen kommt. Dann kann er jetzt voll tanken, reparieren lassen, vielleicht sogar frische Reifen aufziehen, sieht fast danach aus. Und hat zumindest keinen zusätzlichen Boxenstopp. Der Kai Reif konnte etwas davon profitieren, von dem Überrundungsmanöver. Oh, Eichhorn fliegt hinten ab und das war's, da ist der Heckflügel weg. Heckspoiler ab. Was macht der Tim nur heute? Schaut mal kurz auf Tim. Schauen wir uns das Elend noch mal kurz an. Ja, Rocket Base, die Frage von AF, es ist sehr gut, hast du auch sehr gut beantwortet. Das eine Fahrzeug hat auf der einen Strecke Vorteil, das andere wieder auf der anderen. Das bleibt über so eine Saison relativ ausgeglichen. Ja, was Frank sagt, ist schon auch richtig. Ich glaube, wenn jetzt ein Fahrzeug komplett überlaufen ist, überlegt man sich schon zweimal, ob man den gleichen Fahrzeugtyp auch noch nimmt. Wir haben jetzt aktuell wieder das große AMG-Wettrennen. Seltsamerweise, aber erst während der Saison sind viele auf AMG gewechselt. Ja, am Anfang der Saison waren viele auf Audi unterwegs. Ja, vielleicht auch streckenabhängig, ne? Weil es sind ja jetzt doch mit Monza und Hockenheim Classic schon einige Strecken dabei, die viele Geraden aufweisen. Das ist vielleicht Taktik, dann den AMG zu nehmen, der auf solchen Strecken eigentlich schon sehr stark ist. Seltsamerweise habe ich von diesen Strecken keine einzige gewählt. Weder Monster ehrlich noch. Nicht? Nee.
Also Hockenheim Classic schon mal gar nicht, weil ich gar nicht wusste, wie diese Strecke überhaupt funktioniert. Ich will keine Strecken, die ich nicht kenne. Und Monza ist eigentlich jetzt nicht so meine Lieblingsstrecke, deswegen habe ich die natürlich auch nicht gewählt. Ich habe zum Beispiel Brands Hatch gewählt. Das war der erste Lauf der Saison, weil das ist eine Strecke, die ich absolut liebe. Imola habe ich auch gewählt, ist auch noch dabei. Freue mich auch noch drauf, dass es kommt. Leider Gottes ja nicht dabei ist Bathurst. Konnte auch gar nicht dabei sein. Aber das ist eine Strecke, die finde ich absolut genial. Weil ja, die fordert einfach zum Äußersten. Und verzeiht auch überhaupt keine Fehler. Sehr schwierig und richtig schön herausfordernd. Leider Gottes haben wir Fuji dabei. Also Fuji finde ich zum Beispiel auch so eine Strecke. Also kann ich gar nicht verstehen, warum das so viele Leute gut finden. Ich habe dort gerade heute noch trainiert und ja, die letzten Kurven sind oft nicht gut einsehbar. Also da werden so einige Leute dran verzweifeln. Ja, aber nur in Liga A und Liga B, ne? Also wer Cockpit fährt halt, sagen wir mal so, der wird da, das ist schwieriger, weil einfach dann die Säule immer im Weg ist. Ich in Liga E fahre auch im Cockpit. Das ist sehr löblich. So soll es ja eigentlich auch sein. Aber wir haben auch Fahrer, die wechseln extra in der Liga, um nicht Cockpit fahren zu müssen. Ich habe sogar tatsächlich jetzt für Fuji mal ausprobiert, mit der Dachperspektive, ich nenne sie mal Mr. Bean Perspektive, zu fahren. Mhm. Aber ich fühle mich da wirklich wie auf dem Hochstuhl, das liegt mir gar nicht. Aber ich denke mal, auch da gewöhnt man sich dran. Ich persönlich muss sagen, ich finde es realistischer, wenn man in der Cockpit-Perspektive fährt. Aber da, wo es erlaubt ist, bleibt es jedem selbst überlassen. Andi, kannst du noch mal den Link posten im Forum, im Chat von unserer Homepage? Genau, Fahrzeugwechsel ist möglich. Ein einziges Mal. Jeder hat praktisch einen Fahrzeugwechsel. Jedes Team hat einen Fahrzeugwechsel-Token. Und das ist jeweils möglich, entweder nach zwischen Rennen 3 und 4 und jetzt wieder dann nach Monza zwischen Rennen 6 und 7. Insgesamt da, wie gesagt, nur einmal. Natürlich sinnvoll, dass man sich da nicht mit einem Fahrzeug durchquälen muss. Mir wäre es trotzdem lieber, wenn es nicht möglich wäre. Vielleicht poste ich auch mal den Link zum Reglement, weil da stehen dann die für die Leseratten. Ja, das ist wirklich für Leseratten. Das ist schon ein sehr umfangreiches Reglement. Ja, das wurde schon gekürzt. Um einiges. Franz hat das schon groß ausgemistet. Das war nochmal wesentlich länger. Gehen wir nochmal an die Spitze. Auf Platz 2 Kai Ralf. Knapp 1,5 Sekunden hinter Kai Hubi. Bei dem Lamborghini Huracan GT3 unterwegs. Für das Team Karma Racing. Ja, geht mir auch so, Patrick, aber es ist halt die Gefahr, wenn jemand halt wirklich ein Auto erwischt hat, mit dem er gar nicht klarkommt und dass er dann die Saison gar nicht erst zu Ende fährt, weil 10 Rennen sind halt doch relativ lang und so hat man wenigstens noch die Möglichkeit, einen eventuellen Fehler zu korrigieren. Problem ist natürlich, dass es auch Möglichkeiten gibt, taktisch, je nach den Strecken, die halt noch kommen, zu wechseln und das Beste aus verschiedenen Fahrzeugen dann mitzunehmen. Deswegen finde ich es eigentlich auch nicht so toll, aber gut, man muss halt dann manchmal Kompromisse eingehen. Ich fand eigentlich auch die Regel noch besser. Es ist ja mittlerweile auch nicht mehr so, dass man nur auf ein Fahrzeug wechseln darf, dass es in der Liga, also auf ein Fahrzeugtyp, den es in der Liga noch nicht gibt. Dann führt zumindest ein Fahrzeugwechsel dazu, dass die Vielfalt in der Liga erhöht wird. Das fand ich eigentlich ganz, ganz gut, diese Regelung. Könnte man sich vielleicht überlegen, das wieder so zu machen. So, aktuell Stand jetzt würde auf jeden Fall Karma Racing in der Teamwertung einige Punkte gut machen auf T-Doc und in Führung gehen. Da Peter Stein aktuell auf dem 7. Platz ist, Karma Racing auf Platz 1 und 2.
Und auch in der Teamwertung würde das ja wahrscheinlich für Kai Ralf die Führung bedeuten. Aber noch sind 58 Minuten zu fahren. Schau mal bitte kurz, wie viel Strafe der Rien Ogier hat. 2 Sekunden hat er. Cut-Strafe. Ja, das mit den Updates ist halt auch so eine Sache, ne? Es ist da, am Anfang kamen die Updates echt sehr, sehr massiv und haben wirklich jedes Mal gefühlt das komplette Reifenmodell verändert und auch relativ viel in der Balance of Performance. Balance of Power, glaube ich, heißt BOP. Dass man irgendwann schon froh war, dass das mal aufgehört hat, aber ich finde einfach, dass das Reifenmodell, was jetzt aktuell da ist, nicht unbedingt ideal ist. So, ich würde sagen, fahren wir mal eine Runde mit dem Führenden mit. Schauen wir uns mal an, was der Kai Hubi so für eine Linie fährt. Stimmt, Florian Kleiner zieht langsam an. Hat sich jetzt von Thomas Singvogel absetzen können. Scheint besser jetzt hier im Groove zu sein. Und fährt aktuell auch die Zeiten der Spitze. Schönen guten Abend, André Kallenhardt. Auch gerade zugeschaltet. Cockpit wirkt ein bisschen klobig hier, oder? Von dem Lambo. Oh. Ja, yep. Die A-Säule ist auch relativ dick. Fast schon A-Säulen, oder? Okay, das ist der Bügel. 3 Stück. Überrollkäfig. Also ich weiß jetzt nicht, ob der Sprit da stimmt, der da in der Cockpit angezeigt wird. Aber da kommt man nicht mehr allzu weit damit. Könnte ja den Tacho anmachen, aber das wollen wir ja nicht. Nee, schau mal. Ich kann ja eigentlich keine Taktiken verraten. Ja, jetzt haben wir es eh schon. Schalt doch mal auf den Kai Ralf bitte in der Cockpit. Und da sage ich dir eins, das ist keine gute Neuigkeit für den Kai Hubi. Denn der hat nämlich sein Auto nicht voll getankt. Wahrscheinlich damit er einfach mit einem leichten Auto am Anfang sich ein bisschen besser absetzen kann. Das hat jetzt aber nicht so gut geklappt. Und er muss dann deutlich mehr nachtanken, 20 Liter, 25 Liter ungefähr. Und das wird eine längere Standzeit zur Folge haben beim Boxenstopp. Das heißt, der muss hier eigentlich wegfahren. Der muss Zeit gut machen, damit nicht nach dem Stop Kai Ralf am Ende vorne ist. Ich wusste jetzt auch nicht, dass wir in der Onboard den Sprit sehen können. Ja, passiert. Stefan Pfingst sagt, die Spritanzeige und die Ganganzeige stimmen meist nicht. Ja klar, bei der Ganganzeige steht auf jeden Fall N. Ja. Den Rest wissen wir jetzt nicht. Aber es ist dann, meistens ist es doch bei Spielen so, wenn da ein Fehler drin ist, dann ist es ein systematischer Fehler. Das heißt, da ist bei allen einfach dann irgendwie gleich viel falsch. War das jetzt beim einen so angezeigt und beim anderen so? Wundert mich ein bisschen. Aber werden wir ja dann sehen, wenn die beiden an die Box kommen, wer wie lange steht. Ich vermute fast, dass der Kai tatsächlich nicht vollgetankt hat. Was sich meiner Erfahrung nach übrigens nicht lohnt, weil das Nachtanken dauert zu lange. Das, was das Auto leichter ist, fährst du eigentlich an Zeit nicht raus, die du fürs Nachtanken dann brauchst. Weswegen eigentlich auch, soviel ich weiß, die meisten Fahrer bei Mittelstreckenrennen immer komplett randvoll tanken. Ja,
Ja, vom Kyle. Wir können ja kurz den Leuten mal ein Bluescreen geben und du schaust beim Tacho nach, ob es ein Bug ist oder nicht. Ich glaube, so wichtig ist es nicht, oder? Ach, ja, ich bin einfach so neugierig. Oh, Pitstop Florian Kleiner. Und Einschlag gehabt. Ja, lassen wir mal einmal sein Auto reparieren. Ah je, jetzt hat er eigentlich, ne, den Flow gehabt und kam immer besser, auch von den Rundenzeiten her, ins Rollen und hat es dann scheinbar übertrieben. Nicht repariert. Und das ist das eben. Die paar Sekunden, die du dann für 4-5 schnelle Runden gewinnen kannst, die verlierst du halt doppelt und dreifach, wenn du das Auto wegschmeißt. Das ist eine alte Binsenweisheit, die ich jetzt hier mal zum Besten geben muss. So, Kai Hubi setzt sich jetzt auch langsam von ab. Kai, ne? Ja. Hubi, ja, ich wollte es nämlich gerade sagen, ist auf über 4 Sekunden angewachsen. Schon wieder haben wir den gleichen Gedanken, das ist beängstigend. So, Rien Rocher auch schon gemeinsame Moderation. Es ja, läuft. Auch schon mittlerweile vorgefahren, bis auf Platz 4. Nach ja, seinem Dreher. Hier wird angezeigt, dass es hier knapp ist, aber ich glaube... Da werden wir einfach vom Spiel getäuscht. Leider, leider. Also wenn es hier wirklich mal eng wird, und die Frage, ob wir dann live dabei sein können. Ja, der ganze Moderationsmodus ist nicht ausgereift. Ja, ist nett gedacht, so wie es gemacht ist, aber es fehlen einfach so ein paar Zutaten hier. Wie zum Beispiel adäquate Abstände und vor allem im Qualifying fehlen mir Zwischenzeiten. Sektorenzeiten, die sich grün einfärben, dass ich weiß, dass jemand jetzt gerade eine Zehntel schneller ist als der aktuelle Pole-Setter und wir jetzt richtig gerade Spannung haben. Oder auch eine Funktion, dass ich immer den Nächsten ins Bild holen kann und qualifieren, der jetzt gleich über die Ziellinie fährt. So wie man das halt bei einer normalen Motorsportübertragung eigentlich auch gewohnt ist. Ja, dass man hauptsächlich Fahrer sieht, die jetzt ihre schnelle Runde beenden. All das liefert das Spiel leider nicht. Ja, und man kann nur darauf hoffen, dass es besser wird, aber wir haben jetzt diese aktuelle Ankündigung im Januar diesen Jahres, gab sie, glaube ich, von Jan Bell, ja, dem Chef von Slightly Mad Studios, dass er an Project Cars 3 gearbeitet wird und dass es eher in Richtung geistigen Nachfolger von Need for Speed Shift gehen soll. Nachdem doch eigentlich mal die Ankündigung war, alles wegblasen zu wollen im Sim-Racing-Bereich. Das ist schon interessant und ernüchternd, vor allem. Ja, ich denke, spätestens auf der PlayStation 5 werden wir auch Assetto Corsa in der neuen Variante erleben. Und ja, was den Moderationsmodus hier angeht, da gebe ich dir vollkommen recht, gar keine Frage. Allerdings hätten das auch gerne die Fahrer und Ligen bei Assetto Corsa gerne so, weil da gibt es die Möglichkeit gar nicht. Da kann man höchstens sag ich mal, als 16. Fahrer nicht mitfahren und dann als Regisseur in die einzelnen Fahrzeuge reinschalten. Was die ganze Sache aber etwas schwieriger macht. Ja, es hat doch zudem den Nachteil, dass es ja überhaupt keinen Wettermodus gibt und auch keinen Tag- und Nachtmodus. Ja, und das ist natürlich schon eine ja, sehr wichtige Komponente, die so ein bisschen Abwechslung reinbringt und Spannung. Ja, Stefan, aber du bist auch lange Project Cars gefahren, also ich finde immer ganz so schlimm, wie es dargestellt wird, ist es eigentlich nicht. Also nicht jeder kann oder möchte sich einen PC kaufen, möchte einige Euros im Monat für iRacing investieren. Von daher denke ich, für einen gewöhnlichen Hausgebrauch ist hier Project Cars 2 eigentlich recht brauchbar. Klar, ja, die Meinungen gehen da auseinander. Wenn ich richtig informiert bin, ist iRacing ja auch ein Spiel, oder? Das war dann eine Simulation. Aber wie gesagt, man sollte da jetzt nicht drüber streiten. Spaß haben kann man sicherlich in jedem Spiel. Es ist vor allem eine mühselige Diskussion, weil es sind Grenzen, die verschwimmen, ja. Das eine Spiel simuliert diese Komponente besser, das andere simuliert diese Komponente besser. Und sie haben es alle gemeinsam, dass sie an die Realität niemals werden heranreichen können, weil es liegt einfach in der Natur der Sache, dass ein Modell Dinge verkürzen muss. Weil die Realität ist zu komplex.
Und das eine Spiel mag das besser machen als das andere. Und es sind trotzdem Spiele. Ja, der King Bronco macht da eine sehr gute Aussage zu, gerade im Chat. Project Cars 2 ist schon eher ein Brückenspiel zwischen Simcade und Simulation, Hauptsache Spaß. Der Meinung bin ich auch. Ich denke, es macht seine Sache schon ganz gut in den meisten Punkten. Und die Probleme, die das Spiel hat, sind meiner Meinung nach weniger im Bereich schlechte Simulation angesiedelt, sondern eben solche Dinge, wie wir gerade gesagt haben. Dass die Zeitmessung manchmal nicht passt oder dass Und Marco Maiastro wieder mit dem Fehler. Ja. Komplett untersteuert da in der Situation. Es sind eher in solchen Bereichen, als wie jetzt reinweg, dass es komplett Gaga ist, was die Simulation angeht. Und überhaupt ich glaube, wir haben einen Boxenstopp von Kai Reif verpasst. Er ist auf Platz 3 zurückgefallen mit 42 Sekunden. Das Auto sieht nicht mehr im Schaden aus. Vermutlich, ja. Dann hat sich auch bestätigt, dass die Spritanzeige tatsächlich verbuggt ist. So, um das Thema nochmal abzuschließen. Ich glaube, wir sind ja auch alle keine Profi-Rennfahrer und von daher können wir das auch kaum vergleichen, was realistisch ist. Alles klar, danke Frank Pausen. Also der Kai Reif war schon in der Box gewesen. Das andere hätte mich auch sehr verwundert. Was ich noch sagen wollte, Silvio Moser auch mit einer Zeitstrafe. Auch 2 Sekunden. Wird natürlich jetzt schwerer unterwegs sein und eher noch Zeit verlieren auf Kai Hubi. Vielleicht war es genau umgekehrt, dass Kai Reif nicht vollgetankt war und deswegen so gut mithalten konnte mit der Pace seines Teamkollegen. Weil ansonsten, warum sollte er jetzt eine Dreiviertelstunde vor Rennende an die Box fahren, wenn er, wovon wir jetzt mal ausgehen, keinen Schaden hatte, den er reparieren lassen musste. Mhm. Oder er ist vielleicht auf Hart unterwegs gewesen und hat Reifen gewechselt jetzt, weil der Nebel jetzt ja scheinbar kommt, oder? Wenn ich das richtig sehe. Ja, oder wir haben leichten Nebel. Dass er jetzt die Reifen schnell gewechselt hat, aber dafür ist es fast ein bisschen schnell gegangen. Von der Standzeit her. Ist eigentlich von der Standzeit her fast nicht drin, würde ich sagen. Also wir hatten ja in der Liga E ähnliche Wetterslots eigentlich und da konnte ich zum Beispiel ohne Reifenwechsel durchfahren. Ja, ist weniger von der Abnutzung her, sondern einfach, dass wenn er jetzt zum Beispiel hart gefahren wäre von Beginn an und jetzt kommt der Nebel, dann wird die Strecke kühler und dann kann es sein, es ist eh schon so, dass der Harte nicht hundertprozentig funktioniert hier auf der Strecke. Und wenn dann die Strecke noch kühler wird durch so einen Wetterwechsel, dann funktioniert der Harte einfach nicht mehr. Aber die Zeit ist, wie gesagt, für einen Reifenwechsel eigentlich fast ein bisschen zu knapp gewesen. So, Zweikämpfe wären schön. Können wir mal einmal von hinten das Feld durchscrollen, gucken, ob wir da irgendwas Großartiges an Kämpfen erleben können. Genau, mach das mal kurz. Ich lasse dich mal ganz kurz allein. Ja. Marco Maiastro auf der 12 aktuell. Auch schon mehrfach in der Box gewesen. Tim Eichhorn auch mit viel Pech unterwegs heute. Auf Rang 11. Alex Lomiak vom Team Matt Motorsport auf der 10. Davor auf der 9 Silvio Moser. Mit einer Zeitstrafe von 2 Sekunden, die aktuell noch nicht ins Gewicht fallen wird. Auf der 8 haben wir den Matthias Lumpin im Bentley.
Florian Kleiner zurückgefallen auf die 7. Da können wir gespannt sein, ob durch die Boxenstops von seinen Vorleuten, dass ich da noch mal ein bisschen nach vorne arbeiten kann. Mirko Berns ist jetzt zum Beispiel gerade in der Box. Und mit Florian Kleiner auf der 6. Peter Stein mit dem Handgedächtnis Porsche ist auf dem Weg dahin. Auf der 5. Dann den Ryan OG. M Audi R8 LMS. GT3. Auf der 4. Auf der 3 bereits mit Boxenstopp. Kai Reif. 45 Sekunden hinter Kai Ubi. Auf der 2 Thomas Singvogel. Noch ohne Boxenstopp. 23 Sekunden hinter Kai Ubi. Und der aktuell führende Kai Ubi vom Karma Racing Team im Lamborghini Huracan GT3. Patrick Kuchling, das Spiel, kommt das auf der PlayStation raus oder ist das auch ein PC-Spiel? Da muss ich sagen, habe ich noch gar nichts von gehört. Okay, Matzek, wenn bei dir die Tankanzeige auf 0 ist, bei